Deutsch-Französische Konferenz. If there are any English speakers in this room, this is a German-French press conference. We can translate questions that are asked in English, but this is nobody here will speak English. But we're of course happy to give you any input afterwards in English. Wir können unten in diesem Zoom-Raum einen Dolmetsching-Kanal auswählen und dort wählen Sie dann entsprechend Ihrer Sprachpräferenz entweder einen deutschen oder einen französischen Kanal. Oder Sie bleiben im Originalton, wenn das für Sie, wenn das für Sie beides passt. An alle Speaker an der Stelle auch noch mal den Hinweis, bitte laut und deutlich zu sprechen, damit die DolmetscherInnen gut dolmetschen können. So weit. Und an der Stelle auch noch einmal die politische Einordnung. Wer spricht hier? Wer trifft sich hier? In Sharm el-Sheikh bei der UN-Klimakonferenz hat sich eine neue und, soweit wir das überblicken, einzigartige Allianz gebildet, die Senegal-Deutschland-Allianz für Klimagerechtigkeit, the Senegal-Germany People's Alliance for Climate Justice, aus zivilgesellschaftlichen Akteuren aus Deutschland und Senegal zusammengeschlossen in Reaktion auf die Gaspläne und Energiepläne unserer beiden Regierung haben wir im Endeffekt das zivilgesellschaftliche Gegenstück zu dieser Regierungskoalition ins Leben gerufen. In Sharm el-Sheikh haben dort schon einige Akteure sich daran beteiligt. Nun freuen wir uns sehr, dass in dieser Pressekonferenz auch erstmals zwei neue Akteure dazustoßen werden, die heute formal dieser Allianz beitreten. Und das ist die Klimaallianz und Miserio, die auch später dazu noch mehr berichten werden. Und nun geht es natürlich im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen, auf unsere Perspektive darauf. Es werden jetzt Statements folgen und danach natürlich auch noch Zeit für Fragen sein. Diese Pressekonferenz wird live gestreamt auf YouTube. Dazu kommt der Link, falls man das noch schnell an irgendwelche Kollegen weiterleiten möchte, der Link jetzt im Chat. Und an der Stelle freue ich mich sehr, unsere erste Speakerin begrüßen zu dürfen. Das ist Daria, das ist die Sprecherin von Fridays for Future Deutschland. Daria, the floor is yours. Thank you. Dankeschön. Hallo erstmal. Schön, dass alle da sind. Und jetzt dazu, warum wir hier sind. Wir sind in der entscheidenden Dekade, um die Klimakrise noch auszubremsen. Doch anstatt das Ruder rumzureißen, sind wir nach 3 Jahren noch immer auf demselben Weg. Seit Jahren wiederholen wir es, wiederholen es alle WissenschaftlerInnen. Uns rennt die Zeit davon. Bei der 26. Klimakonferenz hat Deutschland das Glasgow Agreement on Public Finance unterschrieben und damit zugesagt, alle öffentliche Finanzierung für neue internationale fossile Projekte zu streichen. Das war letztes Jahr. Und nur vor wenigen Wochen versprach Olaf Scholz noch, eine fossile Renaissance zu verhindern. Was tatsächlich passiert, wirkt fast wie eine traurige Karikatur, wäre es nicht so bedrohlich. Allein für Exportkreditgarantien für fossile Projekte liegen der Bundesregierung gerade 10 Anträge für ein Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro vor. Scholz sagte auf einer Reise im Mai zu, das Gasfeld Tortue auf der Seegrenze zwischen Senegal und Mauretanien mit Investitionen und technischer Entwicklungshilfe zu unterstützen. Dabei ist klar, dass das Gasfeld eine Carbon Bomb ist und jedes neue Gasprojekt unsere Chancen, die für viele Menschen überlebenssichernde 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, verringert. Am Donnerstag trifft sich der Verwaltungsrat der staatseigenen KfW. Es wird über eine Beschlussvorlage abgestimmt, die wissentlich das Pariser Abkommen bei Investitionen in den nächsten 2 Jahren ignoriert, inmitten einer eskalierenden Krise. Sie öffnen damit Tür und Tor für Milliardeninvestitionen in neue fossile Infrastruktur und treiben damit die fossile Renaissance voran. Durch die explizite Erlaubnis für Finanzierung von Gasinfrastruktur könnte damit das Tortue-Projekt zusätzliche Unterstützung finden. Um uns gegen das Projekt zu stellen, haben wir als Fridays for Future Deutschland und Fridays for Future Senegal bei der COP27 eine People's Alliance gegründet. Dem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis gehören jetzt auch die Klimaallianz und Miserio an.
Das vorgeschlagene Abkommen zwischen Deutschland und Senegal ist noch nicht abgeschlossen. Es wurde noch kein neues fossiles Gas gefördert und dabei muss es auch bleiben. Wir fordern die Einstellung des vorgeschlagenen senegalesischen Gasabkommens, das neue Gasfelder für die Ausbeutung öffnen würde. Und erstens eine Partnerschaft zwischen unseren Ländern im Bereich der erneuerbaren Energien, die sich auf die Bereitstellung von sauberer und zuverlässiger Energie konzentriert und die nachhaltige Entwicklung des Senegals fördert, während die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen abgewendet wird. Zweitens finanzielle, technologische und aufbauende Unterstützung für die Energiewende im Senegal. Drittens Transparenz in Bezug auf die Verwendung öffentlicher Gelder in jeder Energiepartnerschaft. In Zeiten eskalierender Krisen und kollabierender Ökosysteme gefährden fossile Energien längst nicht mehr nur unsere Zukunft, sondern auch unsere Gegenwart. Die Zerstörungswut von fossilen Energien ist lange bekannt. Die oft so unvorstellbaren Folgen werden sichtbar und immer schlimmer. Wir können uns ein fossiles weiter so schlichtweg nicht mehr leisten. Wer weiteres Geld in fossilen Energien versenkt, betreibt keine Zeitenwende und auch erst recht keinen Aufbruch, sondern Realitätsverweigerung. Vielen Dank, Daria, für das Statement. Als nächstes wird Yero Sarr sprechen. Er ist der Sprecher von Fridays for Future Senegal und auch der Gründer von ACT on Sahel, Mitglied von Young Africa Climate Warriors, Vizepräsident der Jeux Chambres Internationales Universität Dakar und wurde ganz kürzlich erst mit einem weiteren Umweltpreis für Aktivismus in Afrika ausgezeichnet. Genau, Yero, rüber zu dir. Merci beaucoup, Lisa. Je pense que Ayan m'a emboîté les pas. Il faut d'abord qu'on définisse le contexte. C'est que depuis la COP21 de 2015 de Paris, il a été question de réduire le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius. Et pour cela, à la COP26, l'ensemble des pays signataires d'un accord ont été d'accord sur le fait que les énergies fossiles et gaz étaient à la base de l'ensemble du réchauffement de la planète, étaient en majeure partie à la base de l'ensemble du réchauffement de la planète. Et ils ont décidé, pour certains, c'est-à-dire les plus développés, ne plus utiliser l'argent public pour la renaissance d'un nouveau projet financier, d'un nouveau projet gazier ou fossile. Et on s'est rendu compte que certains pays ne respectent pas cet engagement-là. Ils trouvent une nouvelle ruse en nous faisant comprendre qu'il s'agit de l'argent du privé. Alors qu'on sait tous, avec franchise, que c'est toute une mascarade qui est derrière et utiliser le nom du privé pour pouvoir mettre en place un projet qui risque vraiment de nous éloigner de nous éloigner de l'objectif 1,5 degrés Celsius. C'est dans cette optique-là que nous, conscients et surtout inquiets, de devenir de notre pays d'abord, ensuite de devenir de la planète, avions décidé de travailler conjointement avec l'ensemble des acteurs, y compris Fridays for Future et Kamani, pour monter au créneau et pour dire que non, il n'est plus question qu'un projet de telle envergure qui aura un impact aussi bien sur la population et sur l'environnement puisse avoir jour. Ceux qui connaissent le Sénégal, ils savent que nous sommes un pays qui est en voie de développement. Nous avons d'énormes difficultés économiques, accentuées surtout par la crise due à la COVID. Et aussi, nous sommes l'un des pays africains aussi les plus impactés par les effets néfastes du changement climatique. Alors que nous n'avons pas des industries vraiment qui sont vraiment développées à ce point. Donc nous sommes victimes en quelque sorte. Et aujourd'hui, avec ces moyens limités, si on se permet de mettre en place encore un projet qui
risque vraiment d'accentuer ou d'aggraver les effets néfastes du climatique, on risque vraiment de se pointer un couteau dans le dos. Certes, il faut l'admettre, le gaz va nous donner de l'argent, c'est une sorte d'argent, mais elle va avoir plus grand nombre de conséquences. Les populations environnantes vont vraiment souffrir parce qu'il y a ces populations-là qui vivent exclusivement des produits issus de la mer et qui parle de l'exploitation offshore, parle d'impact sur la biodiversité marine. Et dans ces deux pas-là, même au niveau où la grue tortue, elle n'est pas loin d'un parc protégé où il y a des oiseaux migratoires qui viennent chaque année d'un peu partout dans le monde venir migrer. Ça aura aussi un impact directement sur ces animaux-là. Il y a un ensemble de facteurs aujourd'hui qui nous pousse à nous faire des réfugiés au Sénégal, à dire qu'il n'est pas question. Ces facteurs sont au niveau national d'abord, c'est-à-dire au niveau du Sénégal, l'impact qu'il aura sur la population, l'impact qu'il aura sur les animaux, l'impact qu'il aura sur la faune marine, et aussi au niveau mondial. C'est que nous, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qu'il n'est plus question de mettre en avant nos intérêts personnels au-delà de l'intérêt général. Aujourd'hui, on veut que l'objectif 1,5 degré Celsius soit une réalité. Et il est possible que si nous travaillons tous main dans la main, on ne plus laisser place à un projet qui risque vraiment d'anéantir tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Merci. Merci beaucoup. Danke dir, Jero, für dein Statement. Ich freue mich sehr, an der Stelle das Wort an Christoph Balz zu geben. Er ist politischer Geschäftsführer von German Watch und auch Sprecher der Klimaallianz Deutschland. Ja, und ich freue mich sehr, liebe Luisa, zu dieser gemeinsamen Pressekonferenz beitragen zu können. Deutschland hat sich beim Klimagipfel in Glasgow letztes Jahr verpflichtet, bis Ende diesen Jahres anzukündigen, welche Investitionen es in Gas noch vornehmen will, ohne das Budget der Großgefahrenobergrenze von 1,5 Grad Celsius zu sprengen. Verschiedene Staatssekretärsrunden sind an der Einigung dazu bisher gescheitert. In Elmau wies die G7 unter Präsidentschaft von Bundeskanzler Scholz zwar darauf hin, dass durch den Ausfall russischen Gases LNG-Investitionen notwendig sein könnten, aber es wurden Kriterien dafür angekündigt, nur um russisches Gas zu ersetzen, nicht im Widerspruch zum 1,5-Grad-Limit und nicht so, dass Fahrtabhängigkeiten entstehen, die das konterkarieren. Im Kabinettsbeschluss vom 29.09. zum wirtschaftlichen Abwehrschirm wurden inzwischen nahezu unbemerkt erste Fakten geschaffen, obwohl es eben keine Einigung und keinen seriösen Prüfprozess von der Bundesregierung anhand dieser Kriterien gibt. Es wurde dort angekündigt, mit Ländern, in denen die Möglichkeit zur Erschließung neuer Gasfelder besteht, im Rahmen der Paris-Ziele zusammenzuarbeiten. Das ist die Aufkündigung des Versprechens von Elmau, denn die Erschließung neuer Gasfelder schafft neue Fahrtabhängigkeiten, die 1,5 Grad Celsius torpedieren. Angesichts der Meinungsverschiedenheiten der Regierung wird man sehen, ob der angekündigte sogenannte Paris-kompatible Sektorleitlinienvorschlag für die KfW-Eigenmittel, also vor allem für die IPEX, tatsächlich am 15.12. dem Verwaltungsrat vorgelegt werden wird. Denn Kanzleramt und Finanzministerium wollen meines Wissens noch mehr, nämlich dass die IPEX nicht nur Gaskraftwerke unterstützen kann, sondern auch den Aufschluss neuer Gasfelder. AA, BMWK und wohl auch BMZ hingegen geht die jetzige Ausnahmeregelung des 1,5-Grad-Limits schon zu weit.
Was wäre nun sinnvoll? A, ein seriöser Prüfprozess der Regierung. Was ist notwendig, um die Gaslücke durch den Ausfall des russischen Gases zu schließen? Aus unserer Sicht ist absehbar, dass schon zwischen 2025 und 2027 die absehbaren Lieferungen die Nachfrage in Deutschland und der EU überschreiten und neue Gasfelder können vorher nicht oder kaum liefern. B. Wie ist dieses notwendige Minimum so zu beschaffen, dass es weder hier noch in Exportländern zu Fahrtabhängigkeiten führt, die 1,5 Grad Celsius torpedieren? Aus unserer Sicht schaffen neue Gasfelder genau diese Gasabhängigkeiten. C. Dann eine an den Prüfergebnissen orientierte Leitlinie, nicht nur für die KfW-Eigenmittel, also die IPEX, sondern auch für die Entwicklungsbank KfW, für Euler Hermes und für die Außenwirtschaftsförderung zu erlassen. Und dies durch eine ernsthafte Energieeffizienzstrategie in Deutschland, besonders wichtig für die Häuser, Worst First, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung 1976 gebaut worden sind, zu ergänzen. Dort lässt sich das meiste Gas am kostengünstigsten und, wenn es staatlich unterstützt wird, am sozialverträglichsten reduzieren. Das wäre eine zukunftsweisende Strategie. Vielen Dank. Vielen Dank an Christoph Balz an der Stelle. Und an der Stelle geht es weiter mit Katrin Schröder. Sie ist Abteilungsleiterin von Politik und globale Zukunftsfragen bei Miserior und aber auch Sprecherin der Klimaallianz Deutschland. Ja, vielen Dank, Luisa. Und ich werde dazu sprechen, warum wir uns der Allianz angeschlossen haben als Miserior und als Klimaallianz. Die Klimaallianz, also wir spüren die Klimakrise heute überall. Und die jüngsten Teilberichte des IPCC haben wir dort klar gemacht, dass wir sie nur werden eindämmen können, wenn wir entschlossen aus der Nutzung fossiler Energieträger aussteigen. Miserior ist eine Organisation für Entwicklungszusammenarbeit. Wir fördern jährlich etwa 1000 Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien, aber auch internationale Projekte. Und wir sind auch Gründungsmitglied der Klimaallianz. Die Klimaallianz Deutschland ist das breite gesellschaftliche Bündnis für den Klimaschutz mit über 140 Mitgliedsorganisationen aus unterschiedlichen Sektoren. Repräsentieren wir 25 Millionen Menschen. Als Miserior arbeiten wir in vielen Ländern weltweit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, die erneuerbare Energieträger voranbringen wollen. Die Symbolwirkung auf eines solchen Abkommens auf unsere Partner, die sich oftmals gegen Widerstände in ihren Ländern für Erneuerbare einsetzen, schätzen wir als verheerend ein. Das hören wir auch von unseren Partnern. Andererseits hören wir auch oder wissen wir aus unserer langjährigen Arbeit, dass fossile Energieträger oft mit Korruption, Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang stehen. In einer gemeinsamen Studie von Miserior und Germanwatch vor einigen Jahren konnten wir aufzeigen, dass fast ein Drittel der wirtschaftsbezogenen Menschenrechtsbeschwerden weltweit dem Rohstoff- und Energiesektor zuzuordnen sind. Insbesondere bei Großprojekten kommt es häufig zu Umsiedlungen, der Zerstörung von Lebensgrundlagen und der Unterdrückung von Protesten. Und aus Menschenrechtsperspektive müssen Staaten der Bevölkerung Zugang zu ausreichend Energie verschaffen, um Menschenrechte wie das Recht auf Nahrung oder Wohnen umzusetzen. Sie müssen bei Energieprojekten aber gleichzeitig die Menschenrechte achten und schützen. Dazu gehört angesichts der enormen Risiken für die Menschenrechte auch die Vermeidung von Treibhausgasemissionen, die etwa zu zwei Dritteln aus dem Energiesektor stammen, wie wir alle wissen. Und wir alle kennen auch Fälle von Menschen, die als MenschenrechtsverteidigerInnen oder als UmweltaktivistInnen im Widerstand gegen fossile Energieprojekte ihre Freiheit oder gar ihr Leben verloren haben. Wir bei Miserior und der Klimaallianz sind überzeugt, erneuerbare Energien können mehr zur Entwicklung beitragen. Wir wissen bereits auch heute, die Menschen, die in Armut leben, sind gegenüber den Folgen der Klimakrise besonders verwundbar. Auf der anderen Seite können dezentrale erneuerbare Energiesysteme in der Hand ihrer NutzerInnen gut und stark zur Entwicklung beitragen. Als Beispiel können Solarsysteme auf Schulen und Krankenhäusern dabei helfen, die Leistungen für Bildung und Gesundheitsversorgung besser zu machen. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern können mit Solarpumpen ihre Felder verlässlich bewässern und nicht nur, wenn sie das Geld für die Dieselpumpe, für den Treibstoff für die Dieselpumpe zusammengespart haben. Eine Partnerorganisation von uns in Senegal hat bereits vor 10 Jahren gute Erfahrungen mit einer Windanlage gemacht, die eine Bewässerungsanlage betreibt. Wir finden, der Gasdeal sendet ein falsches Signal. Die begrenzten Mittel der Länder des globalen Südens, und heute reden wir über den Senegal, werden dringend gebraucht, um die Entwicklung von sauberen, bezahlbaren, verlässlichen Energiesystemen basierend auf Erneuerbaren voranzutreiben. Und die wiederum brauchen sie dringend, um den Mangel an Energie in Senegal zu beheben. Und wir fordern die deutsche Bundesregierung auf,
sich mit ihren Energiepartnerschaften unmissverständlich für eine Energieversorgung aus 100% erneuerbaren Energien stark zu machen. Besonders die Länder des globalen Südens brauchen die langfristige Perspektive, eine nachhaltige Entwicklung auf Basis erneuerbarer Energien in ihren Ländern gestalten zu können, ohne die fossilen Lager auszuschöpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Katrin, für das Statement. Und zu guter Letzt gebe ich das Wort an Mamadou Barry. Er ist der Executive Director von Action Solidaire International. Mamadou. Merci, Lucia. Je voudrais d'abord exprimer toute notre fierté en tant qu'Action Solidaire, l'ONG Action Solidaire International. De faire partie de cette alliance, d'abord d'être cofondateur de cette alliance à Sharm el-Cheikh, mais également déjà de participer à cette grande alliance des peuples sénégalo-allemands pour une justice climatique. Action Solidaire International au Sénégal intervient sur beaucoup de questions, mais met l'accent sur la problématique des changements climatiques. Et à ce propos, travaille énormément avec les communautés du Sénégal pour véritablement aider véritablement à proposer des activités, des projets d'adaptation. Mais de la même manière également, Action Solidaire surveille les engagements liés à l'accord de Paris. Comme vous le savez, l'accord de Paris implique un engagement de la part des États. C'est comme également le Sénégal. Mais souvenez-vous que l'accord de Paris a permis à ce que les États puissent disposer de ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national. C'est des documents référentiels que chaque pays doit avoir pour montrer comment il doit effectivement lutter contre les changements climatiques, comment il doit faire pour contribuer à maintenir le réchauffement climatique à 1,5. Et donc le Sénégal également à son document de référence. Et donc, nous travaillons à faire en sorte que les engagements que l'État du Sénégal a pris dans le document soient respectés. Alors, c'est important parce qu'il faut le comprendre. Le Sénégal est véritablement impacté par les changements climatiques. D'abord, je vous donne juste l'exemple des communautés qui sont installées ou bien qui vivent le long des côtes. Beaucoup de familles ont perdu leur maison. Beaucoup de familles aujourd'hui n'ont plus de maison à habiter. Les communautés de pêcheurs pour lesquelles nous travaillons, quand vous prenez la ville de Saint-Louis, c'est des communautés qui sont pulvérisées par l'érosion côtière. Ils sont déplacés. L'État du Sénégal, le gouvernement, les a déplacés parce qu'il y a cette érosion côtière qui est venue, qui a tout dévasté. Et donc, c'est des communautés qui sont déplacées dans d'autres sites. Mais malheureusement, elles n'ont pas toutes les communautés. C'est des communautés qui vivent beaucoup de difficultés parce que simplement il y a cette érosion côtière qui est également une conséquence des changements climatiques. De la même façon, des agriculteurs et d'autres acteurs également sont impactés par les changements climatiques. Chaque année, vous entendez parler des inondations au Sénégal qui non seulement dévastent beaucoup de maisons, mais également tuent. Il y a même des pertes humaines. Donc, vous comprenez à combien le Sénégal est exposé par les effets des changements climatiques. En plus, maintenant, il s'y ajoute l'exploitation du gaz. Déjà, le Sénégal est impacté par les changements climatiques. Maintenant, le pays, le Sénégal, aujourd'hui, exploite le gaz. Et c'est également un autre problème. Cette exploitation du gaz impacte non seulement l'environnement, ça c'est quelque chose qui est certain, mais aussi cette exploitation impacte des communautés qui sont déjà impactés par le changement climatique, sont les communautés de pêcheurs. Ces communautés de pêcheurs n'ont que leur activité, la pêche, pour vivre et faire vivre leur famille. Ces communautés de pêcheurs ont pratiqué cette activité de pêche des générations et des générations. Des générations et des générations. Voilà que l'exploitation gazière vient pour juste 3 décennies et faire disparaître cette activité. Donc, c'est des milliers et des milliers de personnes qui risquent tout simplement d'être laissées en rade, s'enfoncer davantage dans la pauvreté.
Donc, vous voyez pourquoi le Sénégal doit se lever pour dire non. Pourquoi nous, le Sénégal, nous accueillons cette alliance des peuples sénégalo-allemands. Parce que nous ne sommes pas d'accord que, justement, pour des intérêts étrangers, que des communautés soient torpillées. Nous ne sommes pas d'accord pour que, justement, satisfaire le désir et les besoins de l'Allemagne, que le Sénégal doit tout simplement mettre en question la survie des communautés de pêcheurs. Nous ne sommes pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui est fait? Les pêcheurs, ce qu'ils demandent, c'est simple. Vous forcez à exploiter le gaz. Mais pensez à nous, parce que nous n'avons plus la possibilité de pêcher au-delà de 45 km. Autrefois, ils avaient la possibilité de pêcher dans des zones libres, mais actuellement, ils n'ont plus la possibilité de pêcher dans ces zones, parce que c'est des zones qui sont devenues un sens interdit pour eux. Ce n'est pas normal. En contrepartie, qu'est-ce que l'État fait? En contrepartie, qu'est-ce que les compagnies font? Ils demandent une compensation. Il faut au moins qu'ils soient compensés. Mais encore, je vous dis ceci, parce que lorsque le Sénégal a découvert le gaz, lorsque le pétrole est là et que justement l'exploitation a commencé, l'État du Sénégal a voté une loi sur le contenu local. Le contenu local, c'est quand même un moyen qui permet à ce que les intérêts des communautés locales soient pris en compte. Mais les pêcheurs demandent autre chose. Ils disent que nous sommes les premiers impactés. Donc, nous avons besoin de notre propre contenu local sectoriel, orienté sur la pêche. Ça aussi fait partie des demandes des communautés pêcheurs. Donc, c'est pourquoi, déjà, Action Solidaire qui est au Sénégal, qui est membre de l'Alliance, aujourd'hui également, est en train de travailler pour faire entrer d'autres acteurs, tels que l'Alliance climatique du Sénégal, qui va être très prochainement membre, justement, de cette alliance. Mais également, nous espérons que à travers cette alliance, nous allons pouvoir travailler sur une feuille de route très claire qui va nous permettre justement de maintenir cette pression au niveau du Sénégal, mais également au niveau international. Parce qu'il n'y a pas que le Sénégal. Il faut aussi noter que notre président de la République, le président Macky Sall, est le président de l'Union africaine. Ça, c'est important. Donc, il est important de comprendre que nous, le Sénégal, nous avons besoin justement de cette alliance pour dénoncer ce qui se fait. Et nous allons le faire au Sénégal, mais même si nous avons la possibilité, nous allons le faire partout où c'est possible de le faire. Donc, voilà, je voudrais tout simplement dire que cette alliance va se renforcer au Sénégal, ça c'est clair. Mais nous le ferons de la façon la plus stratégique. Merci. Vielen, vielen Dank an der Stelle, um es noch einmal zusammenzufassen. Diese Allianz wurde in Sharm el-Sheikh gegründet zwischen senegalesischen und deutschen Akteuren, um diesem Mythos unserer jeweiligen Regierung etwas entgegenzusetzen, dass der geplante Gas zwischen Deutschland und Senegal im Sinne der Gesellschaften ist und keine nennenswerten Nebenkosten hat, die alles gefährden, was uns lieb und teuer ist. Jetzt gerade findet diese Pressekonferenz eben auch mit Hinblick auf die Entscheidung der KfW statt am 15.12., ob weitere solche Projekte finanziert werden sollen, was wir, wie jetzt mehrfach angesprochen, ganz klar ablehnen. Mit diesem potenziellen Gas, wir werden mehrere Regierungszusagen gebrochen, namentlich die Zusagen in Elmau, aber eben auch das Agreement, was in Glasgow bei der UN-Klimakonferenz letztes Jahr geschlossen wurde. Es ist wichtig zu betonen an der Stelle, dass die Energiestrategie der Bundesregierung gerade impliziert, man würde kurzfristig irgendwelche Probleme lösen, während vor allem kurz-, aber auch langfristig neue Probleme geschaffen werden. Und wie Jero es auf den Punkt gebracht hat, ist an der Stelle wohl aus deutscher Perspektive auch sehr wichtig zu betonen, dass alleine die Idee, dass wir in Deutschland Krisen lösen, indem wir durch die Lande ziehen und neue Krisen für andere Menschen schaffen, schlicht absurd ist und in keiner Weise vereinbar mit den Gerechtigkeitsversprechen, die Deutschland immer und immer wieder gemacht hat. Soweit an der Stelle und nun haben wir Zeit für Fragen. Wir haben schon einige Fragen im Chat. Es gibt die Möglichkeiten, Fragen selbst zu stellen. Dafür können Sie sich einfach melden und Ihren Namen in den Chat schreiben. Dann nehme ich Sie gerne dran. Oder Sie schreiben die Fragen in den Chat.
Und wir fangen direkt an mit einer Frage von Jörg Staude. Ich lese die noch einmal für die Übersetzung vor. Vom Klimareporter, der fragt, Ihre Allianz hat bereits vor 3 Wochen in einer PK auf der COP27 das Deutsch-Senegal-Projekt scharf kritisiert. Gab es seitdem Reaktionen seitens der Bundesregierung? An der Stelle vielleicht könnten wir einmal das an dich verweisen, Christoph. Und dann können wir auch noch gerne etwas dazu sagen. Ansonsten natürlich auch, wer noch möchte. Ja, also es gab, soweit ich weiß, keine offiziellen Reaktionen an die neue Allianz dazu von der Bundesregierung. Es gab aber vom Deutschen Naturschutzring, von den Verbänden vor wenigen Tagen ein Gespräch mit Herrn Cookies im Kanzleramt zu diesem Thema. Und wir haben durchaus Signale aus anderen Teilen der Bundesregierung, aus dem AA, aus dem BMWK, auch aus dem BMZ bekommen, die mehr oder weniger deutliche Unterstützung für unsere Forderungen zu erkennen gegeben haben, was nochmal gezeigt hat, wie gespalten die Bundesregierung zu diesem Thema ist. Ich denke, aus Perspektive von Fridays for Future können wir das nur spiegeln. Wir haben mit dem Kanzler, mit der Außenministerin und vielen weiteren Akteuren darüber gesprochen. Und mit Ausnahme natürlich vom Kanzler selbst merken wir, dass die Verunsicherung gegenüber dem Projekt riesengroß ist, die Intransparenz übrigens auch. Und die Ungleichzeitigkeit, in der Absprachen getroffen werden, ist erschreckend. Und wenn man das dann in das Verhältnis setzt zu der Gewichtigkeit dieses Projektes an sich, bei dem man meinen würde, es wird in aller Sorgfalt, in Absprache mit allen Beteiligten, jeder Schritt sorgfältig eruiert, dann genau, gibt auch das Verfahren an sich, wirft dann auch an der Stelle ganz, ganz viele Fragen auf, hin zu natürlich der Feststellung, dass es völlig absurd ist, dass wir überhaupt noch über solche Projekte reden müssen, wenn es offensichtliche erneuerbare Alternativen gibt, die ja auch auf der UN-Klimakonferenz immer wieder nach vorne getragen wurden, wie zum Beispiel in Energiepartnerschaften mit Kenia, bei denen es um Erneuerbare geht. Okay, die nächste Frage ist von Daniela Siebert. Da geht es um den Küstenstreifen. Das betrifft euch beide, Mamadou und Jero. Warum genau ist der Küstenstreifen jetzt unbewohnbar? Ist der Meeresspiegel gestiegen? Sind Pflanzen oder Tiere gestorben? Ja, einer von euch beiden, Mamadou oder Jero, möchte kurz was dazu sagen. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est Jero, je vais te répondre après Jero, peut-être certainement pourra compléter. Mais je l'ai dit au départ, d'abord, même avant de parler de gaz, ces zones côtières ont déjà subi les impacts des changements climatiques. Toutes les communautés qui sont installées le long des zones côtières aujourd'hui sont dévastées. C'est-à-dire que c'est des familles qui sont véritablement dévastées. C'est des maisons qui sont dévastées. Il y en a certaines communautés même où l'État est obligé de déplacer. Ce sont les communautés, par exemple, qui vivent à Saint-Louis. On les a déplacées dans un autre site. Mais malheureusement, c'est des communautés qui ne connaissent que justement ces zones côtières. Alors, il y a même des villages pêcheurs qui ont entièrement disparu. C'est le village de Doumbabayé. D'autres villages connexes qui ont disparu, qui ont été engloutis par les régions côtières. Donc, c'est devenu vraiment des zones extrêmement fragilisées par les impacts des changements climatiques. Maintenant, il s'y ajoute cette exploitation du gaz, c'est ce que je suis en train de dire. Déjà, c'est des communautés qui vivent ou bien qui ont vécu durement ces impacts du changement climatique. Maintenant, elles vont devoir encore vivre ces impacts de l'exploitation du gaz. Donc, pendant qu'ils vivent l'avancée de la mer, l'érosion côtière, maintenant, elles vont devoir vivre le fait qu'elles ne vont plus avoir la possibilité d'exercer correctement leur activité qui leur fait vivre. C'est ça le problème. Parce que quand il y a l'exploitation du gaz, cette activité qui leur permet de vivre, la pêche, est tout simplement anéantie. C'est ça le problème. C'est des communautés qui sont véritablement exposées. Et c'est des zones qui sont devenues extrêmement fragiles. L'État a tenté de faire des investissements en construisant ce qu'on appelle des antidiques. Mais c'est juste dans des zones, quelques zones, et ce n'est pas vraiment ça.
Et comme vous le savez, c'est des infrastructures extrêmement chères des antidiques. Donc, vous voyez que même si l'État essaie de faire des efforts pour construire des antidiques, ce n'est pas ce qui résout le problème. Et j'ai fini pour dire, des compagnies pétrolières, gazières qui sont là-bas, qui essaient de faire le malin comme BP, essayant justement de jouer avec les communautés pour dire que oui, nous allons vraiment faire de RSE, nous allons essayer de construire des digues pour un peu empêcher l'avancée de la mer, c'est du bluff. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc voilà, on peut parler de la fragilité de ces zones, mais également de ces communautés. Merci. Vielen Dank. Jero, möchtest du was ergänzen oder können wir zur nächsten Frage gehen? Du bist gut, okay. Genau, dann gibt es eine nächste Frage vom Klimareporter. Können Sie bitte die erwähnte Vorlage für die KfW genauer erklären, welche Bedeutung diese für die Geschäftspolitik der KfW hat und in welchem Zusammenhang diese unter anderem mit dem Senegal-Projekt steht? Vielleicht, Christoph, fängst du da an und dann können alle anderen noch ergänzen. Ja, diese Sektorleitlinien gelten für die Eigentätigkeiten der KfW. Das heißt, es ist vor allem für die IPEX-Bank, die dabei diesen Eigenanteil der KfW repräsentiert. Und dort sollen eben jetzt an sich eine Strategie beschlossen werden, die 1,5 Grad kompatibel ist, aber wie das so oft der Fall ist, wenn so eine Strategie beschlossen wird, dann stehen im Zentrum zunächst mal die Ausnahmen davon, die gerade nicht 1,5 Grad kompatibel sind. Und hier sollen bis 2024 in erheblichem Ausmaß Investitionen in Gas und auch in Öl, da geht es um Dieselkraftwerke, mit zugelassen werden. So wie das jetzt ist und aufgeschrieben ist, würde das schon aus unserer Sicht nicht mit dem 1,5 Grad Limit kompatibel sein. Das Kanzleramt und das Finanzministerium wollen nach unseren Informationen aber das, was sie am 29.09. auch in den Schutzschirm mit hineingeschrieben haben, dass eben nicht nur Gaskraftwerke, sondern auch Gaslagerstätten gefördert werden dürfen, dazu mit verankern. Während andere Ministerien sehen, dass schon der jetzige Entwurf zu stark das 1,5 Grad Limit durchlöchert und versuchen wollen, dazu Begrenzungen mit durch zu erreichen. Das ist die für mich offene Frage für den 15. Jetzt wird dieser Text beschlossen, wie er ist. Wird er verschoben, um zu sagen, man will in der Regierung dazu eine Einigkeit bis Anfang des Jahres erreichen dazu? Und wird dann auch für die anderen Bereiche, die bisher keine solche Richtlinie haben, die KfW-Entwicklungsbank, die Risikoorganisation Eulis Herma und die deutsche Außenwirtschaftsförderung entsprechende Leitlinien verankert, die bisher gar keine dazu mit haben? Alles klar. Gibt es dazu noch Ergänzungen von irgendwem? Sonst geht es genau weiter mit einer Frage von Thorsten Seewing. Das soll ich die mündlich stellen oder? Ah ja, genau. Ja, oder genau. Kompliziert, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das ist ja hier nicht das Podium für Mosambik. Das ist ja das für Senegal. Ich zugeben. Vielleicht können wir da extern nochmal extra nochmal sprechen. Alles klar. Wunderbar. Und dann geht es eine Frage von mit einer Frage von Daniela Siebert weiter. Sind mehrere Energiekonzerne an dem Gasprojekt beteiligt oder nur BP? Christoph, magst du was dazu sagen? Ja, also es ist von den internationalen Ölkonzernen ist meines Wissens nur BP beteiligt.
Aber es ist noch das Senegal-eigene Unternehmen Kosmos und aus dem Nachbarland auch noch ein Unternehmen dazu mit beteiligt, die also aus der Region sind dazu. Und die haben sich das aufgeteilt, die Menge des Gases, um das es dabei mitgeht. Aber von den internationalen Konzernen ist es alleine BP, meines Wissens. Es geht weiter mit einer Frage von Nathalie Matter von der EPD. Das richtet sich wieder an sozusagen die lokale Situation im Senegal vor Ort. Ob das Fischen nach den Plänen in der Nähe des Gasfeldes verboten wird, über welche Fläche wir sprechen. Herr Mamadou Barry sprach von 45 Kilometer. Mamadou, vielleicht könntest du das noch etwas konkretisieren. Oui, je dois préciser que ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les acteurs de la pêche qui le disent. Je dois également vous rappeler que nous, Action Solidaire Internationale, nous avons démarré un processus de consultation publique des pêcheurs avant la COP. Et nous avons commencé par Saint-Louis et ça va continuer tout le long. Ce sont les acteurs qui te disent exactement ce qu'ils vivent. Quand vous prenez en fait les pêcheurs des îles du Saloum, c'est également une autre partie. C'est eux qui te disent que voilà le problème pour lequel voilà le problème que nous avons commencé à rencontrer. Nous n'avons plus la possibilité de pêcher jusqu'à les 100 km en profondeur. Ils ne nous autorisent qu'à pêcher à 45 km. C'est clair. Il y a des zones qui sont extrêmement poissonneuses. Et malheureusement, ils ne peuvent plus accéder à cette zone parce qu'à cause de ces plateformes gazières, Il y a des zones de sécurité qui sont déjà identifiées et donc ils interdisent aux pêcheurs d'accéder dans ces zones. C'est le véritable problème. On ne les interdit pas de pêcher, mais on les interdit de pêcher à un certain niveau. Parce que justement, évoquant cette ceinture de sécurité par rapport effectivement aux plateformes. Donc voilà ce que je suis en train de dire. Ne provient pas de moi. Je le dis, je rapporte ce que les pêcheurs disent. Et c'est ça la réalité. Dankeschön. Jero, möchtest du dazu noch was ergänzen zu der Situation vor Ort im Senegal? Oder war das in Ordnung? Bon, je pense que en ce qui concerne ce point-là, je me rappelle avoir vu un communiqué même un communiqué même, je ne sais pas de qui exactement, mais ça va être un communiqué d'une entité gouvernementale qui demandait aux pêcheurs de ne plus s'aventurer à une certaine hauteur. Maintenant, au-delà de ça aussi, il y a une sorte de séconférence pour ceux qui, lorsqu'il y a une sorte de cercle, et je crois qu'il y a une sorte de séconférence qui a été prescrite pour ne pas que le pêcheur atteigne là-bas. Parce que, bon, les raisons évoquées, c'est qu'il s'agit là d'une exploitation et ça risque un peu, il y a des dangers qui sont là, donc eux, ils dégageraient toutes ses responsabilités en cas où un pêcheur franchirait cette zone limite et serait atteint et physiquement ou bien atteint. Bien, voilà, c'est juste une barrière de prévention qui a été mise en place. Alles klar. Dankeschön. Und es gibt noch eine Frage, die sich ein bisschen daran anschließt, auch an euch beide, Mamadou und Jero. Wie viele Menschen im Senegal protestieren gegen das Projekt? Wie viele gehören der Alliance Solidaire und wie viele gehören FF Senegal an? Wie läuft der Protest vor Ort konkret ab? Klammer auf, Demonstration, Petition, Kampagne. Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig zu betonen, dass sozusagen das Recht auf, also könnt ihr selber erklären, ja, sozusagen eingeschränkt als zivilgesellschaftlicher Raum dort. Genau. Mamadou, vielleicht fängst du an, dann Jero. Ergänz gerne. Oui, d'abord, il faut dire que ce sont les communautés qui sont d'abord les premiers acteurs à dénoncer ce fait.
Nous ne sommes pas d'abord les premiers, il faut le dire. Nous ne sommes pas, nous, les organisations de la société civile, nous ne sommes pas les premiers acteurs à dire non. Ce sont d'abord les communautés. Ça, c'est un. Ensuite, il y a nous, les organisations de la société civile. J'ai dit au départ que Action Solidaire avait mis en place une alliance des acteurs de la société civile pour une justice climatique au Sénégal. Et cette alliance compte plus de 16 organisations de la société civile, environ une vingtaine d'organisations de la société civile. Nous avons des mouvements de femmes, des mouvements de jeunes, nous avons même le secteur privé, nous avons des agriculteurs, nous avons des pêcheurs. Cette alliance, c'est l'alliance des acteurs de la justice climatique au Sénégal. Et je dis que cette alliance va rejoindre l'alliance des peuples sénégalais, allemands. Ensuite, pour des actions que nous avons déjà réalisées, même avant de venir à la COP, nous avons bien sûr organisé des activités où nous avons effectivement, c'est ce que je vous disais, nous avons organisé une rencontre avec les pêcheurs, où nous avons invité les représentants de l'État, nous avons organisé les acteurs de pêcheurs et d'autres organisations de la société civile pour discuter de la question. Et on a fait face à la presse. En janvier, Action Solidaire Internationale a adressé une lettre à travers ses réseaux, a déposé une lettre, a adressé une lettre au président de la République, le président de l'Union africaine. Si vous voulez bien, c'est une lettre que nous avons fait avec d'autres acteurs pour dénoncer même ce truc de gaz-là. Donc, Action Solidaire a soumis, au mois de janvier, a déposé une lettre auprès du président de la République du Sénégal pour expliquer combien, effectivement, nous, on n'était pas véritablement d'accord avec l'exploitation du gaz. Maintenant, je vous dis une chose. C'est là où je vais terminer. Parce que aussi, il faut se mettre à l'évidence. Il est à la limite presque impossible de croire que l'État du Sénégal peut stopper l'exploitation du gaz. Ça est très difficile parce qu'ils ont déjà focus sur ça. Mais nous allons quand même les pousser, si possible, à prendre toutes les dispositions possibles pour la protection de l'environnement, mais également pour la protection des intérêts des communautés de pêcheurs. C'est ça ce que je voulais dire. Jürgen, möchtest du noch was ergänzen? Und vielleicht, wenn ich das noch kurz einwenden kann, könntest du noch einmal auf sozusagen die Frage reingehen? Si on sait le Friday for Future Sénégal, nous sommes une quarantaine de jeunes étudiants, jeunes élèves qui sont un peu inquiets de la question climatique. Et voilà, il y a la manière dont fonctionne le Friday for Future que je ne vais quand même pas rappeler ici, Lisa et les autres connaissent mieux. Et à la base, on était parti avec l'organisation des manifestations. Ça date de bien avant 2 ans ou 3 ans, comme le font toutes les instituts de Friday for Future. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas propre à nos réalités, ce n'était pas vraiment efficace. Et on peinait vraiment à mobiliser du monde, parce que bon, c'est vrai aussi, il faut l'admettre, les priorités sont ailleurs. Et avec ces difficultés économiques, les gens ont moins de place à apporter à des questions futuristes et à des questions qui intéressent tout le monde. Ça, c'est la vérité, il faut le dire. Mais n'empêche que nous qui avions quand même compris les enjeux, nous nous battons jour et nuit pour une meilleure prise en charge de la question climatique. Et voilà, donc pour nous maintenant, c'est plutôt dans le cadre des séminaires de formation de nos membres et aussi et surtout aussi, on utilise la magie du digital, c'est-à-dire voilà, si on a des messages à faire passer, on le fait passer à travers le digital, si on a des messages à le faire passer, on le fait passer à travers énormément de médias au niveau international. Voilà, il faut l'admettre aussi, et Luisa l'a dit, c'est que nos pays africains ne sont pas regardants concernant le respect de certains droits. Donc, on ne va pas quand même se lancer dans certains champs miniers.
même si parfois, s'il le faut, on le fait au péril même de notre intégrité physique. Mais voilà, c'est l'Afrique. L'Afrique a ses réalités. Et donc, vraiment, voilà, on fait tout cela, mais avec prudence. Merci. Alles klar. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, im Nachgang zu der Pressekonferenz Mamadou, Jero oder anderen Akteuren von senegalesischer Seite individuell Kontakt aufzunehmen, Interviews zu vereinbaren oder Hintergrundgespräche zu führen, damit diese Perspektive reflektiert wird. Denn das ist natürlich auch eine Erfahrung, die wir machen, sehr viel ist, dass diese Form der Energieprojekte sagen, geframed werden mit sozusagen auf Grundlage scheinbarer Wünsche der sogenannten senegalesischen Bevölkerung, die auch Interesse daran hätten. Und das ist eben sehr wichtig, dass wir an dieser Stelle ganz klar nach vorne stellen. Vor Ort ist die Lage dramatisch, die Bedrohung ist real. Mamadou Barry und andere insbesondere führen seit langer Zeit genau diese Arbeit vor Ort durch, befragen die Menschen, führen Konsultationen durch und spiegeln eben die realen Wünsche und Perspektiven der Bevölkerung vor Ort wieder. Es gibt auch um 11 Uhr noch eine Pressekonferenz. Sie können im Chat sich da auch noch auf den Verteiler der Klimaallianz stellen, um diese Pressemitteilung zu bekommen. Wenn es noch Fragen gibt, dann wäre jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit, die zu stellen. Gerne schreiben Sie Ihren Namen in den Chat oder direkt die Frage. Dann haben wir noch ein paar letzte Minuten Zeit, darauf einzugehen. Und in der Zeit... Da war von Daniela Siebert noch eine Frage gewesen dazu. Wunderbar. Da würde ich vielleicht kurz noch drauf eingehen wollen dazu. Das war nochmal wie genau. Christoph, ich muss die Frage noch einmal vorlesen, damit das übersetzt wird. Kooperieren die einheimischen Firmen mit BP oder ist das eine Kooperation? Ist das eine Konkurrenz? Konkurrieren die einheimischen Firmen mit BP, genau. Also das einheimische Unternehmen ist Petrosen, die kooperieren mit einem US-amerikanischen Unternehmen, mit Kosmos, und das andere Konsortium ist von BP und das ist vertraglich aufgeteilt, die Gasfördermenge, wie viel dem einen und dem anderen zugeteilt worden ist in den Verträgen. Ob die im Konkurrenz miteinander darum im Wettbewerb waren, kann ich nicht genau sagen, aber gehe ich von aus, dass die sich halt um diese Slots beworben haben dazu und dann den Zuschlag bekommen haben. Jedenfalls ist es so, dass wenn jetzt hier Petrosen und Kosmos beim deutschen Kanzleramt waren, dass die ganz klar sagen, dass sie nicht für BP sprechen können, sondern dass die ihre eigenen Gespräche und Verhandlungen mitführen müssten. Ja, und es lässt sich vielleicht an der Stelle noch betonen, dass wir große Verfechter auch von Energiepartnerschaften sind, aber eben erneuerbaren Energiepartnerschaften, die die realen Perspektiven und Wünschen der Bevölkerung im Senegal im Raum schaffen, aber eben auch reflektieren, was Deutschland an globaler Verantwortung trägt, wenn es um die Energiefragen geht. Und solange Olaf Scholz bei der Klimakonferenz selbst davon spricht, er wolle keine fossile Renaissance und sie selbst genau mit solchen Projekten vorantreibt, stimmt da was offensichtlich nicht. Mamadou, du hast noch angesetzt, was zu sagen, dann wäre das jetzt noch eine Möglichkeit, eine Minute lang. Je voulais juste ajouter et peut-être dire que maintenant, en parlant d'entreprises locales, c'est important de le souligner parce que, au départ, j'ai mentionné le contenu local. Le contenu local, c'est un moyen de favoriser un peu les entreprises carrément locales, leur permettant de pouvoir gagner des parts de marché. Mais le problème auquel certaines entreprises locales, parce que Cosmos, c'est un truc vraiment public, c'est un truc de demande de. Dis-moi, c'est Petrosen. C'est vraiment un demandement de l'État. Mais je parle des entreprises carrément privées, particulières, qui doivent pouvoir gagner des parts de marché. Malheureusement, ces entreprises ne pourront pas le faire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un problème de transparence. Il y a un problème de transparence
qui pose problème parce que avant de gagner des marchés, il faut avoir les informations pour pouvoir se postuler. Ces entreprises n'ont pas les moyens, elles n'ont pas souvent accès à certaines informations pour pouvoir effectivement postuler. Mais également, il y a le fait que l'État n'a pas suffisamment aidé certaines entreprises locales à renforcer leur capacité de telle sorte que ces entreprises locales puissent avoir justement la moyen de concurrencer avec des entreprises étrangères. C'est un problème. Donc, c'est des entreprises multinationales qui sont là, qui gagnent les parts de marché. Et donc, en laissant en rade les entreprises également locales qui n'ont ni la capacité de concurrencer avec d'autres entreprises, mais qui n'ont pas aussi souvent les informations qui leur permettent de pouvoir véritablement postuler à ces marchés. Donc, vous voyez que c'est vraiment difficile. Donc, voilà juste ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, vielen Dank. Und an der Stelle schließen wir diese Pressekonferenz mit diesen Worten von Mamadou Barry. Es wird um 11 Uhr eine Pressemitteilung geben, die wird verschickt. Im Chat finden Sie dazu alle Infos. Auf YouTube kann man den Stream auch nachgucken, falls es dazu noch Fragen gibt. Oder natürlich mit allen einzelnen Beteiligten nochmal im Nachhinein sprechen. Und an der Stelle ein riesengroßes Danke an die Orga, an alle Beteiligten, an die Technik und vor allem natürlich ein riesengroßes Danke an die Dolmetscherinnen, die dafür gesorgt haben, dass wir uns hier so sehr bilingual unterhalten können in dieser Konferenz. Das war fantastisch. Wunderbar. Genau, an der Stelle wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und uns allen gutes Gelingen darauf, dieses Projekt abzuhalten.